Wir rufen Schubringer! Oh Mann. Argwohni, okay. Keine Ahnung. Tipp für die Person, die von Argwohni beseelt wurde. Du traust deinen Freunden nicht über den Weg. Also argwöhnisch sein, okay, alles klar. Misstrauen in dem Sinne, ja. Alles klar. Und dann geht's weiter mit dem Spiel. Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum. Bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zur Yokai Watch, Part Nummer 17. Im letzten Part haben wir ein paar QR-Codes eingegeben für ein paar Münzen, wo ich eigentlich auch nochmal zum Automaten hingehen sollte, bin ich ganz ehrlich. Zumindest einmal am Tag sollte man das ja schon machen. Ich bin auch überlegen, ob ich das dann auch mal immer wieder offscreen mache, dass ich einfach mal einmal täglich halt zum Automaten laufe, weil man ja immer nur 3 Münzen abgeben kann. Und ich ja dann pro Part auch nicht immer dazu komme, dahin zu gehen, deswegen. Aber heute machen wir das noch einmal. Sofern ich darf. Weil man allein nur der Weg, immer wieder dahin zu laufen, ist ja auch mal so die Sache. Das ist so der Gedanke dabei. Aber auch gleichzeitig würde ich halt schon ganz gerne zeigen, wenn ich was Besonderes bekomme. Das ist halt immer so die Sache dabei, was ich habe. Weil Let's Play ist ja auf der einen Seite klar, es soll zur Unterhaltung dienen. Aber ich möchte auch gleichzeitig halt zeigen, wenn ich halt überrascht bin. Also wirklich überrascht bin, wenn ich irgendwas Besonderes kriege. Damit ich halt dann nicht hinterher gehe, ja guck mal, ich habe das und das und das bekommen und fertig. Und dann geht's weiter. Keine Ahnung, ob das jetzt dann so interessant ist dann, gell? So, Münze verwenden. Dann nehmen wir einfach mal eine gelbe Münze. Die Farbe hat, glaube ich, bestimmt was mit dem zu tun, was man rausbekommt, aber... Ja, ich glaube, egal welche Münze man da jetzt irgendwie reinhaut. Okay, auf jeden Fall keine gute. Eine Bronzepuppe. Die man ja zum Verkaufen benutzen kann, gell? Müsste ich auch mal gucken, wie viel die überhaupt wert sind. So. Dann nehmen wir mal die rosa Münze. Na, muss ich auf Ja bestätigen. Okay. Oh, Volt Extrem, das haben wir auch schon aus dem Automaten bekommen. Das zählt als blaues Item, alles klar. Muss man mal durchstehen, was es nochmal konnte. Und noch eins. Also merkt schon, das ist eigentlich vermehrt für Kleinigkeiten, aber ich bin mal gespannt, ob da wirklich mal was Besonderes bei rauskommt, vielleicht. Aber muss nicht unbedingt, bin ich ganz ehrlich. Ist halt wie gesagt Kleinigkeiten. Oh, ein Gapschwanz-Makrele, alles klar. Okay. Und weg ist er, weil es ja nur einmal am Tag geht, ja. Und man darf auch nicht vergessen, weil ich ja die Folgen ja meistens alle an einem Tag aufnehme, kann ich dann halt bei 3 Parts ja sowieso nur einmal das machen, deswegen... Deswegen bin ich ja schon überlegen, dass wenn ich dann auch die ganzen QR-Codes dann noch eingebe, dann sammeln sich ja die Münzen noch mehr an, dass ich dann vielleicht dann doch eher offscreen dann eintrage. Ich kann aber dann auf jeden Fall dann zeigen, was ich dann so Besonderes bekommen habe, wenn ich dann wieder zum Aufnehmen komme. Das sollte kein Problem sein. Wartet mal, hieß es nicht, dass im Wald irgendwie Pilze sind, gell? Habe ich ja eine Quest angenommen gehabt. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich das auch gleich machen. Natürlich macht es mehr Sinn, wenn man erstmal alle Quests annimmt und dann nach und nach die erledigt. Außer die sowieso in der Nähe sind, wie jetzt das mit dem Husten und Co. Das war ja beim letzten Part ja direkt da, wo man die Quest annimmt. Aber es soll ja irgendwie hier Pilze geben. Deswegen soll ich, glaube ich, einmal am Boden gucken, gell? Und nicht unbedingt nach Yokai suchen in dem Sinne. Und dann geht es auch langsam wieder auch mit der Story weiter. Ich bin ganz ehrlich, ich würde jetzt schon ganz gerne die Story weiterführen. Vom Gedanken her, dass ich auch endlich mal den Kappa da sehen will. Den haben wir jetzt sowieso schon gesehen gehabt durch den durch diese Bonus-Chance, wo man nach der Quest da sieht. Also wissen wir schon mal, wie er aussieht. Aber ich ging eh davon aus, dass ein Kappa aussieht wie ein Kappa, gell? Wer die Kappas kennt, der weiß ja, was ich meine. Kann ich jetzt hier überhaupt Pilze finden oder war das nur... Oh, ein neuer Käfer. Komm, ich muss dann mein Item, genau. Dass ich den vielleicht auch eher kriege. Ja, genau sogar da, wo ich gedrückt habe. Ja, und es hieß auch irgendwie, ein Rosenkäfer, okay. Dass man wohl auch ein Sammelbuch für die Käfer bekommt. Das ich, weil ich aber noch nicht habe. Dann muss ich mal zum Buschbazar gehen. Ah, knapp nicht. Okay, nicht so wild. Weg ist er. Und da ist noch ein Marienkäfer. Nehmen wir auch noch mit. Oh. Ach, da war ein dunkles Sirup. Ich wollte eigentlich auf die Marienkäfer. So, damit man dann zumindest auch weiß, welche Käfer man schon alles hat und wie viel man überhaupt fangen muss, gell?
Weil das ist ja eigentlich schon etwas, was ich schon ganz gerne machen würde, so ein bisschen. Zumindest sind die Käfer fangen einfacher als Yokai fangen. Das ist so mit der Gedanke, das will ich einfach damit sagen. Oh, hier ist auch noch was. Oh, ein Schmetterling. So. Meistens ist es auch einfach nur Zufalldrücke, also das war jetzt nichts, wo ich jetzt wirklich gezielt habe, gell? Ja, da war doch eben noch ein. Also, einfach mal getarnt hier. So, alles klar. Bei dem muss man, glaube ich, mal ein bisschen vorher drücken, gell? Muss man doch alles merken. Das ist, ich drücke meistens wirklich nur auf Zufall, bin ich ganz ehrlich. Ist jetzt noch was zu geben? Weil dann heißt es ja, dass hier nichts mehr ist, gell? Oder habe ich das weggedrückt, dass hier nichts mehr ist? Egal. Wald und Pilze. Oh, da ist noch eine Schatztruhe. Das sind ja immer diese Schatztruhen, die ja nur einmal da sind, dann wieder verschwinden, gell? Kann man ja ruhig mal mitnehmen. Na, ich suche schon ganz gerne eigentlich eher Pilze und keine Käfer jetzt noch großartig. Aber ich glaube, die sieht man dann auch eher als glitzernd auf dem Boden, oder nicht? Würde ich mal sagen. Theoretisch eventuell. Ich kann nur mal die Quest durchlesen. Vielleicht steht ja nochmal genaueres, wo ich ja nochmal hin sollte. Quest. Apfelvolle Pilzen. Die Floristin vom Blütenparadies will einen leckeren Pilz vom Waldberg. Das sehen wir ja gerade, oder? Um ihren Laden aufleben zu lassen, finde einen leckeren Pilz auf dem Waldberg. Ne, wir sind ja auf dem Wanderpfad. Sehe ich gerade. Zumindest heißt das Gebiet hier so. Muss ich dafür hier lang oder was? Ich laufe mal rum. Weil hier ist eine Höhle, witzigerweise. Verlassener Tunnel Western. Ich glaube, ich sollte hier noch nicht hin. Das ist ein Dungeon. Nee, das machen wir später. Ich meine, Exploring ist zumindest eine Sache, ist okay. Aber bei mir ist halt immer der Gedanke, gerade bei so einem Spiel hier, da kommt man durch die Story früher oder später dann sowieso dahin. Und wenn man dann vorher da rumwuselt, dann, ja, dann ist immer so der Gedanke, dann läuft man da zweimal rum. Und dann, ja, das hätte man sich dann so ein bisschen sparen können, vom Gedanken her. Ich meine, wir müssen die Quest ja auch nicht sofort schaffen. Wir haben sie ja angenommen, sie verschwindet ja auch nicht. Aber irgendwie bin ich dann hier wohl erstmal falsch, was das angeht. Ich merke übrigens, dass man hier schon mal hin und wieder die Kamera drehen soll, damit man weiß, wo die Wege sind. Aber solange ich die Kamera gerade habe ich zumindest den Vorteil, dass ich, mein Tanzsternchen, dass ich dann zumindest auch unten auf der Karte sehe, wo ich langlaufe. So. Schon krass, wie sich hier die Schatztruhen ansammeln. Oh, das ist ja schön hier. Yay. Einmal runtergucken. Weil hier ist nämlich auch noch ein Quest-Charakter. Das ist als Dame, das sieht für mich aus wie ein Mädchen. Meine Güte, ich werde nicht so ein Ding finden. Wir scheinen viele Leute zu treffen, die mit sich selbst reden. Oh, möchtest du etwas oder hast du dich gefragt, was ich hier mache? Eigentlich, also ich versuche die Existenz von Chuchinoko zu beweisen. Es sind Fabelwesen, nicht Fabelschlangen, aber ich glaube, es gibt sie wirklich. Willst du mir helfen? Ja. Toll, ich mache das als Forschungsprojekt für die GFM meiner Uni. GFM, Gesellschaft für Monsterforschung, sowas wie Yetis und so. Ich habe Gerüchte von Tsuchinoko-Sichtungen hier in der Gegend gehört, aber ich kann nichts finden. Schon der kleinste Hinweis würde genügen. Also brauche ich Hilfe und du scheinst dich hier auszukennen. Wenn du mir drei Beweise liefern könntest, wäre das total klasse. Anscheinend findet man sie am Wasser, am Wasser. Dieses Wissen könnte dir nützlich sein. Komm hierher zurück, sobald du was gefunden hast. Ich gehe auch suchen. Wenn man sie am Wasser finden kann, warum bist du dann selbst nicht am Wasser? Die ist aber schnell verschwunden. Eine sehr entschlossene junge Frau. Wahrscheinlich sind ihre Chuchinoko eigentlich die Yokainoko. Aber sie könnte sie nicht sehen, selbst wenn wir ihr einen bringen würden. Wir können ihr aber ein paar handfeste Beweise liefern. Los, auf geht's. Okay. Oh, was denn hier? Ach, auch wieder Käfer und Co. Alles klar. Da ist was Glitzerndes.
Ein Fluchthelferlein, okay. Der nicht hilft bei großen Bossen. Wenn man so will. Vor allem hier ist einfach mal alles weggebrochen. Aber da oben ist eine Höhle gleichzeitig. Sieht man nicht auf der Karte, aber als sieht man unten auf der Karte bei oben nicht. Meine goldene Tastatur. Eine Bronzepuppe. Alles klar. Sofort sollten wir wirklich irgendwann mal Geldprobleme haben, dann werde ich die Bronzepuppe natürlich auch verkaufen. Aber bisher. Wir sollen. Mal gucken. Was? Der leckere Pilz sollte hier irgendwo sein. Moment, was ist das? Sieht aus, als wäre uns jemand zuvor gekommen. Vielleicht überlässt er ihn uns ja einfach. Wer, wie, wo, was, hä? Achso, das ist da ein Yokai. Ah, ein... Oh, ein Schieber. Okay, also ist es eine andere Variation oder doch eine andere Entwicklung? Ich habe keine Ahnung. Hä, wer seid ihr denn? Warum seht ihr mich so an? Ihr wollt mir meinen leckeren Pilz wegnehmen? Den kriegt ihr nicht. Das ist meiner. Habe ich zuerst gefunden. Eigentlich stimmt's ja schon, gell? Eigentlich da ist er zuerst da gewesen. So. Sag es und gib mir den Pilz. Ich glaube, Chibanya wird relativ lange in der Party bleiben, oder? Ui, die halten ein bisschen mehr aus. Wenn die nach einem Ulti sehen noch stehen. So, weg mit euch. Gibt übrigens ein bisschen mehr Erfahrungspunkte dann, wenn sie vielleicht stärker sind, gell? Eventuell. Ja, 75 ist schon eine gute Hausnummer und ein Zähbonbon. Und ein leckerer Pilz, was auch gleichzeitig für die Quest da ist. Alles klar. Also, das war vorherzusehen. Aber wenigstens können wir uns nun den Pilz schnappen. Einfach mal Leute verprügeln, ist doch schön. Ein leckerer Pilz. Der von der Form her sich ein bisschen speziell aussieht, aber der wird vermutlich, heißt er nicht Shiitake-Pilz eigentlich, gell? Das ist also ein leckerer Pilz. Ob er seinem Namen wohl gerecht wird, bringen wir ihn zu Floristin im Blütenparadies. Dass man vielleicht dann hier den Pilz anders betitelt hat, gell? Damit man halt keinen japanischen Namen davon hat. Nix, alles klar. Aber da haben wir zumindest nebenbei noch die andere Quest geschafft, gell? Ist ja eigentlich ganz gut so. Da, 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 da. Und was halt Yokai-Jagd angeht und sowas, das ist halt alles so eine Sache, wo ich halt dann später noch gucken muss, wie das halt am besten läuft. Ich meine, ich würde schon ganz gerne öfters auch mal nochmal gegen Yokai kämpfen, so ist es nicht. Ah, das ist doch die Dös, gell? Ne, brauche ich nicht. Die Jamsel ist es, genau. Jamsel war das. Aber man merkt halt selbst, wenn man halt dann 3-4 Mal gegen den Yokai kämpft, dann passiert erstmal nichts. Ein Fischköter, okay. Da ist es natürlich auch so eine Sache. Viele Schatztruhen hier sind. Noch ein Fischköter. Sind das Items zum Angeln? Hier ist was. Ah. Ein Stärketalisman, okay. Und hier könnte man wieder angeln, wenn ich ja eine Angel hätte. Ist natürlich die Frage, wann man die bekommt. Aber das vermute ich ja später. Mich auch nicht beantwortet bekommen. Das ist einfach nur so ein Gedanke von mir, gell? So eine indirekte Frage. Fluchthelferlein. Kann man überall gucken, okay. Ich meine, wenn überall ein Item liegt, nehme ich auch ganz gerne mit. Stärke-Talisman, hier ist noch was. Gott, warum sollte man Talismane kaufen, wenn man sie alle finden kann, gell? Beim Talisman. Oh, ist auch noch was. Eine Noko-Leder. Okay. Das ist Noko-Leder. Es ist schon so alt, dass es fast auseinanderfällt. Das zählt aber auf jeden Fall als Tsuchinoko-Beweis. Achso, wir sollen einfach nur offensichtliche glitzernde Sachen finden, alles klar. So. No. Oh, hier ist auch noch ein Yokai am Wasser. Oder gibt es auch einen Fisch? Das stimmt, wir haben ja schon mal einen Fisch gefunden gehabt. Genau, das ist. Ist es nicht dieser. Ah, ne, das ist der Albernd. Ich mach's mit dem Touchscreen, das ist leichter. Nee, du kriegst mich nicht. Lass mich. Jetzt habe ich dich. Ich glaube, so einem Albernd sollte man kein Aal zu fressen geben, sonst ist er beleidigt. Und ein
Ein Schlottterrier, okay. Der ist aber ein bisschen, der zittert ja wirklich, krass. Einmal Item. Und wie ich es verstanden habe, war das so, also wurde mir so erklärt, ich kann auch während dem Kampf kann ich füttern, und zwar den, den ich gepinnt habe. Ansonsten wird man den füttern, der halt den man gefunden hat. Also, dass ich halt jetzt hier immer den Aalbären dann füttere automatisch. Ansonsten, wenn ich vielleicht den Schlottterrier haben will, dass man ihm was geben könnte, gell? So, was gebe ich den jetzt einfach mal? Ich gebe einfach mal eine Milch. So. Ist in Ordnung, okay. Oh, der Alban kann heilen, okay. Interessant. Ui, gut Schaden eben. Oh. Hab ich nicht. Was war das? Achso, dass er mich mehr mag, gell? War das eben das Herzchen, oder? War das das? Ja, war doch das. Ja, die haben ein bisschen was drauf gehabt in dem Sinne. Aber kommt leider doch nicht mit. Das ist immer so Wunschdenken. Es hat jetzt eigentlich gut geklappt, auch mit Herzchen und Co. Gell? Noch mehr Fischköder. Eine Noko-Spur. Noko, Noko. Das ist der Dreck, in den ein Jahr Noko eine Spur hinterlassen hat. Ich spüre keine Yoka-Aura. Die Spur muss also schon älter sein. Aber es ist definitiv ein klarer Beweis, dass eine Chuchinoko hier gewesen ist. Ah, okay, und dann haben wir das letzte. Alles klar. Oh, Noko-Code, alles klar. Was sagt der Fifa da dazu? Wir scheinen mitten in einem Noko-Nest geraten zu sein. Ist das Noko-Code? Also das ist auf jeden Fall ein Beweis für die Existenz von Chuchinoko. Jetzt haben wir drei Chuchinoko-Beweise. Wir sollten sie der Jungfrau für ihre Forschung bringen. Sofern sie noch oben ist, gell? Oh, und hört den auch so planschen, gell? Und es ist der Schlottterrier, gell? Ich finde den lustig irgendwie, weil der halt so zittert. Du mir nix, mir ist so kalt. So, was könnte man dem denn geben? Eigentlich irgendwas Warmes würde ich vielleicht fast sagen, aber ich habe, glaube ich, nicht wirklich was Vergleichbares. Nein, egal, ich gebe einen Bonbon. Nicht so toll, okay. Der Rescher war ja schnell besiegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Achso, was mir ja auch gesagt wurde, den man haben will, den sollte man zum Schluss besiegen. War auch sowas. Deswegen habe ich manchmal einen anderen bekommen als den ich gefüttert hatte, weil der letzte dann war, in dem Sinne. Es gibt halt so viele Dinge, die man darauf achten muss, wo ich ja immer wieder vergesse dabei zwischendrin. Wir haben 100 Euro. Okay, dann gebe ich noch schnell die Quest ab und dann hat sich das mit der Quest auch hier, denke ich mal. Also so lang. Lalalala. Wenn man in Eile ist, gell, dann ist man in Eile. Dann läuft immer falsch. Wo ist er gerade? Achso, okay, wenn man. Ah, okay, verstehe. Wenn man rennt, dann bremst er ab. Okay. Was? Beweise? Zeig sie mir. Du hast die Chuchinoko-Beweise überreicht. Wow, du hast so viele Beweise gefunden. Du bist toll. Alles ist perfekt. Chuchinoko gibt es wirklich, ohne Zweifel. Früher oder später werden wir sogar einen fangen. Vielen Dank. Wenn du älter bist, solltest du der GFM beitreten. Sie werden dich dort lieben. Sie ist fröhlich. Wenn ich darüber nachdenke, ist das etwas komisch für mich. Ich meine, nicht mal ich kriege viele Chuchinoko zu Gesicht. Sie zu fangen sollte Glück bringen. Es soll Glück bringen. Also sollten wir es vielleicht mal versuchen. Okay. Ein Glücks-Yokai oder was? Ja.
Alles klar. Nochmal extra Erfahrungspunkte hier. Ein mittlerer Klugel bekommen, alles klar. Und einmal Bonus. Und wieder Fail. Okay. Ja gut, ich habe halt Pech mit den Quests, gell, aber ist halt einfach so, gell. Ich werde es nicht nochmal neu starten. Man könnte natürlich vorher speichern, bevor man es abgibt, aber wie gesagt, das ist mir nicht so super wichtig. Aber gut, dann ja. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch geben. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Yo-Kai Watch sehen wollt oder auf meinen anderen Let's Plays. Nicht zu vergessen, immer schön die Glocke zu aktivieren bei YouTube, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und nicht vergessen, dass ich jeden Mittwoch, Freitag und Samstag auf Twitch streame, falls ihr da Zeit und Lust habt. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.